sieht nicht gut aus. Ist ein sehr hinterhältiger Arsch. Er hat eine Tochter, die mit einem Bauernjungen wegrennen wollte, versprochen, dass sie ihre Flucht arrangiert, aber hat in Wahrheit den Vater mit an Bord des Schiffes gehabt und der hat die beiden dann überrascht. Und dann wurde er von dem Vater für seine Loyalität belohnt. Macht jetzt krass Scheiß in Venedig. Arschloch. Ein Speichellecker ist das. Der hat wahrscheinlich die Story dann für Assassin's Now geschrieben. Wahrscheinlich ist ja auch einer von den Chefreportern, Entschuldigung. Chefredakteur ist ja der Rodrigo. So, wo müssen wir denn hier... Wuppa, ach, Ezio. Jetzt war ich gerade eben erst bei Leonardo. Oh, gehen wir eben nochmal hin. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Oh, wir dürfen jetzt Leonardos Flugmaschine testen. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Nee. Fliege. Warum stürze ich ab? Das ist lächerlich. Oh. Der Palazzo ist zu weit weg. Ich kann's nicht glauben. Es klappt. Es klappt. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen. Sieh, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut, lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein... Ezio di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Heurika! Natürlich! Genial! Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend, in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Gut begonnen ist halb gewonnen. Um die Wachen kümmern, damit Antonios Männer die Feuer anzünden können, die der Flugmaschine Auftrieb verleihen. Es hat begonnen, Patze. Oh. Nun müssen wir unseren guten Kumpel Carlo Grimaldi mal ein bisschen auf die Schnauze hauen. Beziehungsweise bereiten es vor. Bevor er es schafft, den Dogen zu vergiften. Die Assassin's Now wird nicht die Herrschaft über die Stadt Venedig bekommen. Niemals. Das werden wir zu verhindern wissen.
Oh, das war knapp. So, wie weit sind die ganzen Feuer denn weg, Mensch? Muss ich ja hier auf die andere Seite schwimmen. Whee! Oh, Gott sei Dank kann ich jetzt hier schwimmen. Das ist lächerlich. Vincenzo sollte mich schon vor einer Stunde ablösen. Meine Frau wird mich umbringen, wenn ich wieder das Essen verpasse. Was kümmert es dich? Schließlich bewachen wir nicht den Dausch. Was zum Teufel bewachen wir? Eine Lieferung aus China. Irgendein buntes Pulver, das sie für ein großes Fest bestellt haben. Sehr teuer. Mal ehrlich. Diese Adeligen hier Geld verplempern. Oh, das ist ein Feuerwerksschiff. Sorry, tut mir leid, Dudes. Du wirst heute Abend das Essen mit deiner Frau wohl verpassen. Ich musste euch ausschalten. Ich hatte wichtige Bewegungen. Jemand hat das Essen mit seiner Frau nicht verdient. Er hat gesagt, er kommt wieder zu spät zum Essen mit seiner Frau, aber jetzt hat sich das Thema eher erledigt. Also. Ganz ehrlich, seine Frau wird wahrscheinlich denn eh schon einen anderen Typen haben, wenn die ihm immer anmeckert, dass er zu spät kommt. Also lassen wir uns jetzt nicht die Illusion unterjubeln, wir hätten einen Familienvater oder sowas getötet. Nein. Nein. Werden wir nicht. So, und hat sowas wie eine Familie nicht mal verdient. Oh, Mr. Bogenschütze. Oh! Piece of crap! Wow, the shit. So, da findest du also lustig, ja? Kriegst jetzt mal einen auf die Schnauze hier. Und sei noch froh, dass du da runtergefallen bist, wobei. Das war, glaube ich, sehr schmerzhaft. So, warte, jetzt brauche ich aber hier mal wieder meinen krassen Assassinen-Dolch. Ist mal wieder ein bisschen gedolcht hier. Ich muss mal gleich neue Waffen kaufen, ey. Ich laufe hier immer noch mit diesen Anfangs-Standardwaffen rum. Guter Versuch. Donato, dort ist er. Ich muss eh wieder mal zurück nach Dings da, hier, du weißt, ne? Ne? Fällt der Begriff nicht an, die Heimatstadt von Florenz? Na, nicht Florenz, hier wo der Onkel wohnt. Das Kaff. Geht wieder runter zum restlichen Pöbel. Wie heißt das nochmal? Kaffhausen? Was? Kaffhausen? Kaffhausen, genau, sowas. Wir nennen jetzt alle Dörfer, die wir nicht kennen, beim Namen oder vergessen, einfach nur noch Kaffhausen. Okay. Weißt du noch damals, als ich in Urlaub war in Kaffhausen? Ja. Was zum Teufel tut er da? Ich hab gehört, das war das recht schönste im Sommer. Ja, ist es auch. Die haben da Blumenkorsos. Er ist hier! Oh nein, Ezio, du hast doch schon wieder die Waffe gewechselt. Was machst du denn? Niemals! Ihr könnt gegen den Dolchmeister Ezio nicht ankommen. Ich finde den Dolch... Der Dolch ist eine saugeile Waffe in der Assassin's Creed-Serie. Der wird viel zu sehr unterschätzt. Au. Au. Au, 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 au. Nein. Niemals nicht, Fat Boy. Au, nein. Du sollst nicht auf den zurollen, Ezio. Du sollst ihm ausweichen. Piece of fucking crap. Ich werde dich jetzt einfach vernichten. Ja, natürlich. Die heilige Jungfrau euch sehen. Wir stehen hinter uns, Senor. Hey, ja. Patze, du sagst nichts mehr.
Ja, ich hab dir zugehört. Bei was? Bei was hast du mir denn zugehört? Ja, ich bin hier gerade am Kämpfen, das erfordert Konzentration. Hammer, Patze, du bist doch Gastkommentator, um hier die Leute zu unterhalten. Ist your job, nicht mein. Nein. Oh doch. Och Mensch, du Fettsack, man. Mit deinem einen scheiß Lebensbalken da. Gehen wir mal hier nicht auf die... Eier. Ja, der Typ blockt jetzt auf einmal jeden Angriff, so geht doch. Der ist sogar noch ins Wasser gefallen, hat er verdient. Moment mal. Nö. Ich hatte es ja mein Problem. Nein, hab ich nicht. Ich hab den Typen gekillt. Ist den Typen gekillt? Und jetzt wird es Zeit, Carlo Grimaldi auf die Schnauze zu hauen. Jetzt reicht's mir langsam. Reicht's dir? Ja. Warte mal, aber irgendwie... Ich wollte hier noch... Was ist denn hier los? Feiern die schon... Die feiern ja schon, Karneval. Wow. Ja, hier in Venedig. Ich dachte, das kommt erst ab dem nächsten Kapitel. Aber die sind ja schon dabei. Vorbereitungen für den Karneval. Ja, da drüben läuft schon die krasse Festmusik und so. Aber das ist noch nicht. Ezio ist noch nicht bereit dafür. Ezio muss erst noch wichtigere Dinge tun. Ezio kann auch keinen Karneval feiern. Das ist am nächsten Kapitel erst dran. Deine Mutter ist Stronzo. Ach du, guck mal, hier gibt's ja Attentats. Egal, die mach ich beim nächsten Mal. Opa. Hey, deine Mutter sollte nicht hier sein. Ich sollte nicht hier sein. Deine Mutter sollte nicht hier sein. Alle sollten nicht hier alle sein. Alle sollten nicht hier sein. Oh, wir sind trotz. Hui! Schönen Schluck Wasser getrunken. Ich kann mir ja jetzt die neue Rüstung kaufen, stimmt. Mache ich das doch direkt mal hier bei diesem vertrauenserweckenden Schmied. Hallo, vertrauenserweckender Schmied. Schmied? Ich möchte bei dir die Schulterplatten aus Metall kaufen. Für 12.000. Sehr schön, jetzt habe ich eine komplette Metallrüstung. Ist gut. Und ich kann mir sogar noch eine neue Waffe kaufen. Ich werde mir jetzt einen krassen Dolch kaufen. Gut, you should do that. Ich könnte mir jetzt einfach direkt hier die... Mal gucken, 4 ist trotzdem besser. Die gekappte Ochsenzunge kaufe ich mir jetzt. Kaufst du jetzt? Ich habe mir die gekappte Ochsenzunge gekauft. Jetzt habe ich eine richtig krasse Rüstung, zumindest für momentan. Und ich habe einen richtig krassen Dolch. Damit mache ich die jetzt alle fertig. Besonders Carlo Grimaldi. Ich werde ihn mit diesem Dolch erdolchen. Was man eben mit einem Dolch so macht. Leute erdolchen. Habe ich recht? Ja. Patze, du bist heute eine Emotionsbombe, muss ich sagen. Zock gerade Dota, sorry. Ach nee, jetzt nicht schon wieder Dota. Als du Dingens gezockt hast, konntest du ja wenigstens... Immer wenn du Dota zockst, bist du in so einem Rausch. So. Let me be. Ein Wunder, dass man die Tasten dabei nicht so hat, wie so wieder so. Weißt du, da muss ich ja manchmal sagen, da vermisse ich ja den Grievous. Der würde nämlich oh, jetzt noch. Don't be like that. Ich wollte nur kurz was aus. Warte, nur ein Bild. Du vermisst den Grievous nicht. Du liebst den Grievous, aber du vermisst ihn. Genau. Eccolo. Eccolo! Eccolo Wunderlo! Ich bin am Rand der Karte, verdammt! Aber ich möchte doch zu meinem guten Kumpel Antonio
mit ihm zusammen den Carlo Grimaldi killen. Ach ne, jetzt habe ich auch noch den Typen auf mich aufmerksam gemacht. Ja, leck mich. Huh. Sebeik. Keine Zeit für euch. Stricherbande. Ah, nein, scheiße. Auf nach oben. Okay, Hauptmission. Es ist soweit. Es ist vollbracht. Wie schön. C. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ezio. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht! Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus. Oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämst oder ein Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, amico mio. Let's done it. Leonardos Flugmaschine zum Palazzo Ducale steuern, im Inneren des Palazzo Carlo Grimaldi eliminieren. Schaust du nie! Ach ja? Wenn du mich herausforderst, dann schaffe ich das noch viel mehr. Ich wette null Goldstücke, dass du es nicht schaffst. Verkacken. Kackbogenschützen. Ich sie hasse. Ja, ja, schieb schon wieder auf die Bogenschützen. Ja, die haben mich einen Dämon genannt. Ich bin doch gar kein Dämon, ich bin nur ein missverstandener Assassine. Dämon! Boah! Oh, 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 oh shit, oh shit, oh shit. No, Ezio! Ezio, no! What the fuck? What the fuck, Ezio? Ja! Hast du verkackt? Und jetzt sagen die wieder, oh, da ist ein Dämon, aber dieses Mal. Dieses Mal sieht der Typ anders aus. Schieß auf den Dämon! Jedes Mal hat er diese dämliche Stimme. Makuzi! Schieß! Schieß auf den Dämon! Kapuzineräffchen! Schießt! Schießt auf den Dämon! Kapuzineräffchen! Warum schießen die auch ausgerechnet mit scheiß Brandpfeilen auf mich? Woher haben die auf einmal die Brandpfeile? Und wie geht es, dass überall in der Stadt diese Feuer gezündet werden können? Das macht voll keinen Sinn. Ja, vielleicht hat Antonio zu seinen Kräften zurückgebunden. Antonio? No, no, no! 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 Da kennen Antonio und seine Banditen nicht das Feuer an. Ja. Aber ja, du glaubst doch nicht, dass Antonio diesen ganzen Stadtteil für die Zeit unter seine Kontrolle bringen kann, um genügend Zeit zu haben, dieses verdammte Feuer anzuzünden. Ich meine, in der Stadt sind überall fucking Wachen und der zündet der riesige Feuer an. Wie geht das? Tja, es ist Antonio. Willst du damit jetzt sagen, Antonio wäre irgendwie außergewöhnlich? Ja, wenn er will. Wenn er will, okay. Das lasse ich als Vorschlag gelten. Oder als Einwand. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir bis da drüben kommen, nicht wahr? Schaffst du nie! Schaffst du nö! Scheiße, warum nutzt Ezio nicht den Aufwind von dem Scheiß? Oh, 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 oh. Es tut mir leid, aber schaffst du nicht. Na, sag das nicht. Oh, 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 oh. Ezio. Ezio. Oh, Ezio. Ezio. Ezio, nein, nein, nein. Ezio. Scheiße. Not again. Not again. Somit gewinne ich nun offiziell 0 Gold. Not again. Daniel, der Meisterassassine. So als Scheiße hier.
der Grünes wird das total lustig finden. Ja,